Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 19. Wir sind hier auf der Map Steffishausen vierfach. Ja, super duper Map. Ich bin wie mal Shorty von der Test Area und wir sind heute nach dem Stream. Ja, am Samstag war ich wieder gesundheitlich so weit fit, dass ich streamen konnte und es war wieder herrlich. Aber wir haben auch eine Menge geschafft wieder im Stream. Wir haben also nicht nur gelacht und Unfug gemacht und Probleme im Chat gelöst mit der Community. Nein, wir haben auch ein bisschen was gearbeitet, beziehungsweise ich habe gearbeitet, alle anderen haben zugeguckt. So, wollen wir mal gucken. Ich muss den, sehe ich hier gerade, der muss, ich glaube, ich schicke den erstmal zu Feld 60. Ich muss da mir noch einen Überblick verschaffen, ob das abgeerntet ist. So. Okay. Mist. Mist. Ja, 59.571 Liter Mist. Die möchte ich gerne in die BGA bringen. Ich habe die BGA bei den Produktionen reingehauen, was ich sonst eigentlich nie macht. BGA sind immer Standalones für mich. Na, ist ja egal. Wir bringen den Mist zur BGA. Gras, Hafen Nord. Ja, wir haben die Grastrocknungsanlage vollgehauen für die Produktion von Heu für unsere Mukus. Gucken wir auf die Mukus. Die Mukus sind komplett hier. Alles randvoll wieder. Die sind happy. Und wie viel haben wir schon? 122. 122. Was ist hier? Das liegt nicht am schlecht eingefahrenen Autodrive-Netz. Das liegt einfach an dem Big M. Hätte ich ja nicht gedacht, dass der da nicht durchpasst. Am Anhänger kann es nicht liegen, ne? Kriege ich dich jetzt wieder da raus, oder? Ich muss hier mit dem Big M dann andere Wege suchen. Hafen Nord wird auf jeden Fall nix. Ah, es lebe die Differentialsperre. Es leben die PS. Zerren und reißen. Okay. Dann machen wir es ganz anders. Also der Big M. Den sollte ich hier so nicht hinschicken. Beziehungsweise, das wird dann nicht so funktionieren, wie es soll, ne? Naja, kann ich mitleben. Kann ich mitleben. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. So, restliche Gras verkaufen, ne? Also Überschuss. Ich brauche auch nicht düngen. Wir haben von allem so viel, das klappt schon. Und ich meine, schaut euch mal Kontostand an. Über 33 Millionen auf dem Konto. Ja. Das geht ruckzuck, ne? Dann gehört die Map uns. Ist so. So wie es ist. So, 205.461 Euro mit Gras. Das war's. Der Big M hat Feierabend. Was haben wir hier? Mais. Mais. Ups. Ups. Only Verkauf. So, das ist der Mais, den wir nicht mehr brauchten. 627.000 Euro für Durchspeis. Ja. Gott, hier verdient man sich dumm und dämlich. Das ist Wahnsinn. Das ist super. Das ist echt super. Dich schicke ich mal parken. Kalk, genau. Unser erster Kalk, eigener produzierter Kalk.
Über eine Million. Über eine Million. Und ja. Würden wir mit realistischen Maschinen und so spielen, ne? Und nicht nur so eine Map-Eroberungsgeschichte, würde ich den Kalk natürlich einlagern, damit wir den auf dem Acker ausbringen, aber... ne? Ne. Nicht in einem unrealistischen Projekt. Das sind so Feinheiten, da machen wir das ja alles pickepacke genau auf der nordfriesischen Marsch. Da fahren die Fahrzeuge auch selbstständig vom Feld zu den Silos hin, füllen sich wieder auf. 1.104.163 Euro durch Kalk. Na, so viel habe ich mit Kalk auch noch nie verdient, muss ich ja mal sagen. Park dich weg. Ich weiß noch nicht, was sonst mit dir zu tun ist. So, hier sind wir fertig. Das Gerstefeld. Feld 60 müsste noch angesät werden. Hier, da. Aber da ist halt das Problem, dass ich da noch das Heu bergen muss. Heu. Stroh. Stroh. Fahr mal zum Logistikcenter. Ich park dich da ein. Da wirst du wohl nicht stören. Dann bist du schon mal in der Nähe. So. Ja, du bist fertig. Kurs löschen. Ich kann den Drescher zuklappen. Und dann können wir den Drescher nach Hause schicken. Der ist neu. Den Drescher habe ich neu gekauft. Das ist jetzt der dritte quasi. Den muss ich zum Hof schicken. Der hat noch keinen Parkplatz. So. Dann hier. Roggen. 616.351 Liter. Der Roggen ist für die Mühle. Ja, Produktion ist ja richtig. Mühle. Anliefern. Da soll er den Roggen ausspucken. Wenn er hinkommt. So. Dann habe ich hier vom Friesenjung Transportpack den LKW genommen. Ich dachte, damit kann man Holz paletten. Wir haben das gemeinschaftlich probiert. Das klappte nicht mit den Holzpaletten hier. Ist aber nicht schlimm. Wir haben hier so viel Palettenware. Wir werden den trotzdem benutzen und brauchen. Und dann habt ihr schon gesehen, wir haben einen Kögelauflieger. Habe ich mit dazu genommen. Damit geht der Holzpalettentransport tatsächlich. Und mal sehen. Da werden wir wohl auch noch einiges anderes mit transportieren können. Gehe ich mal von aus. So, Stroh. Wir hatten Stroh schon verkauft. Überschüsse. Das heißt, wir können hier direkt Stroh verkaufen. Hafen Süd. Hafen Süd. Also wir haben Stroh schon gesammelt gehabt. Oben am Gerstefeld. Damit haben wir die Mischfutterproduktion aufgefüllt. Wir haben die Tiere versorgt. Und wir haben die Kompost. Das Kompostwerk aufgefüllt. Da fällt mir gerade ein. Wir konnten keinen Kompost mitnehmen. Wir müssen noch hoch zum Kompostwerk. Wir brauchen noch den Kompost. Kompost. Kompostwerk. Anliefern. Da fahren wir hin. Und let's go. So, du bist bei der 60 angekommen. Ja, mein Freund. Wir hatten gerade geguckt. Hafen Süd. Feld 60. Dann direkt verkaufen. Hafen Süd. Stroh passt. Du kriegst den Kurs von Feld 60 vom Drescher. 21 Meter. So. Wunderbar. Erster Wegpunkt. Den Versatz wieder einstellen.
Geräteversatz nach links, genau. 5 Meter passen ganz gut. So, Fahrer einstellen. Hier ist nämlich so viel Stroh auf dem Feld, dass der tatsächlich voll wird mit 2,5 Millionen Litern. Und dann soll der das natürlich auch wegbringen und verkaufen. Wir könnten es beim Ansehen unterarbeiten. Das würde uns Zeit ersparen, wenn wir es einfach untergrubbern. Aber nein, das bringt so viel Geld, das Stroh. Will ich nicht. Will ich nicht. Und mit dem Ladewagen ist das auch ein Klaps. So, Mist. Hau raus. Hatschi. Bumm. BGA voll. Wir gucken, wir hatten die Silage hier reingefahren. Ja, 1 Million Liter passt rein. Jetzt kann der Mist auch mitverarbeitet werden. Feine Sache. Was haben wir noch? Nichts. Den können wir wegparken. Ja, der Big M parkt sich nicht ganz ein von alleine. Das liegt an dem Anhänger, dem Ladewagen, der da dran ist. Das stört mich nicht. Wie gesagt, die 2 Meter fahre ich den auch gerne von Hand rückwärts. So, hat er Feierabend. Du stehst hier drin. Du stehst hier. Du stehst hier. Du stehst hier. Du stehst hier. Das ist sehr gut. Mache ich sie ab, lasse ich sie dran. Die Sämaschine. Ich lasse mal erstmal noch dran. Man weiß es ja nicht. Der Scania parkt sich weg. So, die wartet hier auf den Einsatzfeld 60. Da kommt der neue Drescher. Der neue Drescher braucht einen Parkplatz noch. Hier ist noch auf dem Weg zur Mühle. Ist nicht mehr weit. Dann ist er auch fertig mit der Arbeit. Er braucht auch einen Parkplatz. Ach Mann. Wenn man die Parkplätze hat, dann ist das schön, ne? Per Knopfdruck werden die Fahrzeuge dann automatisch aufgeräumt. Aber wenn man die erstmal noch einfahren muss, ne? Oh. So. Der Fahrer von CRC 90 ist angekommen bei Hof. Ja, gut so. Er kriegt noch einen Parkplatz. Der Scania hat sich weggeparkt. Auch schön. Läuft. So. Jetzt wird einmal genießt und dann sind die 600.000 Liter Roggen in der Mühle. Ah. Krach. So. Immer. Ab zum Hof. Das ist auch Feierabend. Ne, machen alle schon Krach, ne? Das soll man gar nicht meinen. So, hier wird jetzt Stroh verkauft. Das ist der Neue. Der hat noch keinen Parkplatz. Hat auch noch keinen Parkplatz. Wer alles noch keinen Parkplatz hat. Zielort Hof. Fahr da hin. Ja, müssen wir noch gucken. Obwohl Parkplätze. Ich sollte vielleicht doch mal eine Durchfahrhalle bauen. Die Marizell hat mich da auf eine tolle Idee gebracht. Die hat mir Bilder geschickt von ihrer Steffishausen, wo sie sich hat eine Durchfahrhalle hingebaut. Ich denke drüber nach. Statt Parkplätze zu, ja, Parkplatz zuweisen schon, ne? Aber die Sachen, die rückwärts nicht richtig einparken wollen, ne? Ja, da ist so eine Durchfahrhalle natürlich super. Ah. Kommen Sie, kommen Sie.
Wir brauchen hier abholen die Kompost. Und das ist nicht die Kompost, die so schön hat geprickelt in meine Bauchnabel. Oh, das ist aber eine Menge. Daraus werden wir dann. Also, Kompost geht ja zur Düngerfabrik. Und da wird der Mineraldünger hergestellt raus. Feine Sache. Feine Sache. Okay. Was haben wir noch? Hier wird Stroh gesammelt. Der ist schon bei 40% und das im zweiten Vorgewende. Ich sag ja, hier kommt richtig derbe Stroh bei rum. Aber das ist okay. Da kann ich mit leben, ne? So, der steht auch auf seinem Parkplatz. Und dann würde ich sagen, für heute war es das wieder, ihr Lieben. Alles andere beim nächsten Mal. Klaus. Staplerfahrer Klaus. Ja, alles andere beim nächsten Mal. Go home, Bobby, go home. Ich war, bin und bleib der Shorty von der Test Area und damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen und vor allem ganz wichtig, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.